Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Die ehemalige grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist aus Protest gegen die Maßnahmen der türkis-grünen Regierung aus den Grünen ausgetreten. Ein ziemlicher Paukenschlag. Türkis und Grün sind sich weiter nicht einig über potenzielle Abschiebungen nach Afghanistan. Und die Impfquote in Österreich ist beschämend gering, wenn man sie vergleicht mit anderen westeuropäischen Staaten. Lauter Themen, die ich heute mit meinen Gästen besprechen will. Guten Abend, Andreas Mölzer, FPÖ-Nahe-Publizist. Und zugeschaltet ist uns Robert Miesig, SPÖ-Nahe-Publizist. Guten Abend, hallo. Was haben Sie sich gedacht, Herr Mölzer, als Sie gehört haben, Birgit Hebein schreibt auf Facebook, die türkis-grüne Regierung sei auf einem autoritären Weg, also gemeint der türkise autoritäre Weg, wie sie es ausgedrückt hat, und das sei nicht mehr das, was sie als Koalitionsverhandlerin ausverhandelt hat und deswegen trete sie aus den Grünen aus? Ja, die Grünen haben offenbar gegenwärtig nicht gerade einen guten Lauf. Das muss man schon sagen. Da ist also einerseits der Austritt der Frau Hebein, die ist ja eine Kärntnerin und die sind da sehr konsequent in ihrem Verhalten, auch in ihrem politischen offenbar. Und sie, ich meine, zum einen mag das schon auch daran liegen, wie sie abmontiert wurde bei den Wiener Grünen. Das hat sicher persönliche Motive auch. Auf der anderen Seite hat sie natürlich recht. Das, was die Grünen immer groß postuliert haben, was sie gesagt haben, von wegen sauberer Politik und die Menschenrechte und für die Migranten und hin und her, das wird jetzt alles stillschweigend vergessen. Und die Grünen schlucken eine Krote nach der anderen, die ihnen da die Türkisen servieren, jetzt auch in Bezug auf die Abschiebungen nach Afghanistan und all das, auch wenn das nur deklaratorisch ist vom Innenminister. Und da verstehe ich schon, dass natürlich fundamentalistische Grüne, wie die Frau Hebein, eben sagen, so jetzt reicht's mal. Die Grünen sind in einer Phase der Demaskierung, würde ich einmal sagen. Dazu kommt die Causa Chor her, die jetzt offenbar vor einer Anklage steht. Also da werden sich die Österreicher natürlich etliches denken und ich würde mich nicht wundern, wenn in den Umfragen, sind in der Umfrage, Wahlen sind ja noch weit in der Ferne, aber wenn in den Umfragen die Grünen jetzt ganz schön absacken. Robert, wie siehst du das? Ist das jetzt die Demaskierung der Grünen und glaubst du, dass dieser Austritt von der Birgit Hebein was Größeres auslösen könnte? Naja, demaskieren tut sich die ÖVP und diese türkise Truppe, ja, und das ist ja das Problem der Grünen, dass sie immer damit mitverantwortlich gemacht werden oder selbst wenn man sie nicht mitverantwortlich macht, sagt man, warum kannst du das nicht verhindern oder warum schreit sie nicht jede Woche dreimal auf? Das ist das Problem, ja. Sagt ja keiner, dass die Grünen das verbrechen, aber sie machen es halt mit. Ja? Das ist natürlich auf die Dauer für die Grünen schwierig. Es ist natürlich, man kann sagen, ein bisschen ungerecht. Also sozusagen die Kritik hat sich Kurz, Nehammer, Schallenberg in diesem Fall verdient. Und die Kritik richtet sich immer auf die Grünen, weil sie es nicht verhindern können. Das ist sozusagen vielleicht eine ungerechte Konstellation, aber was ist schon gerecht in der Welt? Also mit dieser Ungerechtigkeit konnte man ja vorher auch rechnen. Man wusste vorher, dass das Sollbruchstellen sein werden, dass das für die Grünen keine einfache Sache wird. Und es wird langsam ein bisschen schwierig für die Grünen, da weiter durchzuhalten, jede Woche eine Krot zu schlucken, zu akzeptieren, dass sich die ÖVP eigentlich nicht mal offensichtlich, wenn das stimmt, was die Hebein das geschrieben hat, an die Abmachungen hält. Also, dass da nicht mal mehr die. Also, und man merkt es ja, es ist egal, was man abgemacht hat. Es gehört zu einer Koalition nicht dazu, dass der stärkere Regierungspartner dauernd den kleineren Regierungspartner zweimal in der Woche gewissermaßen vorführt und Positionen öffentlich nochmal extra öffentlich vertritt, die schmerzhaft für den kleinen Koalitionspartner sein müssen. Diese Gemeinheiten tut man nicht in einer Koalition und dass die Grünen da jetzt ein Problem haben, das länger durchzuhalten, scheint mir evident zu sein, ja. Herr Mölzer, da würde ich nur gerne eine Nachfrage stellen, weil auch wenn die Grünen und die FPÖ sehr unterschiedliche Parteien sind, hat die FPÖ ja
Ähnliches in Koalitionen erlebt mit der ÖVP. Da habe ich eigentlich sehr ähnliche Sätze gehört. Die führen uns vor, das wird nicht mehr lange gut gehen. Sie wissen das besser als ich. Na, da haben Sie völlig recht. Auch von meinen Freunden aus der FPÖ habe ich immer wieder gehört in der Zeit der Koalition der letzten, der Türkis-Blauen, dass die Schwarzen oder die Türkisen falsche 50er sind und dass man jeden Tag irgendwelche Hinterfotzigkeiten serviert bekommt. Das wird schon auch diesmal der Fall sein und ich kann mir vorstellen, dass das, wie soll man sagen, das interne Klima dürfte inzwischen ziemlich hasserfüllt sein in der Koalition. Wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise jetzt beim Abschlussbericht der Grünen zum Ibiza-Ausschuss, was da gesagt wurde, dass also die türkis-blaue Regierung, konkret auch der türkise Koalitionspartner der Grünen, der jetzige, käuflich war, dann habe ich Verständnis, wenn der ÖVP-Abgeordnete, wie heißt der Hanger, der Kabarettist, dass der dann sagt, naja, eine Partei, die stets von Sauberkeit redet, wo man dann hört, dass große Immobilienentwickler große Spenden geben, damals für den Herrn Chorherr, aber auch für den Wahlkampf der Frau Vasilaka und für den Wahlkampf des geschätzten Herrn Bundespräsidenten, dass da die ÖVP das genussvoll zurückserviert. Also die Gemeinheiten sind schon gegenseitig und es ist ja wirklich beschämend nach dem Prinzip Back schlägt sich, Back verträgt sich, wie lange das haltet. Weil wenn man sich so hasst und sich solche Sachen auf den Kopf wirft, müsste man ja längst brechen. Und das ist ja das Problem der Grünen, lieber Herr Misik. Nicht dreimal in der Woche aufschreien müssten die. Die müssten dreimal in der Woche die Koalition abbrechen, wenn sie das, was sie sagen, ernst meinen würden. Robert? Ja, naja, ich bin jetzt wirklich weder der Berater der Grünen, noch habe ich Ihnen da irgendwie wirklich was zu raten. Also aus der Entfernung oder so irgendwas. Die Situation in Österreich ist, wie sie ist. Ja. Wir haben sozusagen leider diese Mehrheit, diese strategische Mehrheit von Sebastian Kurz und der ÖVP bei den letzten Wahlen gehabt. Und das hat sich in den Umfragen bis jetzt nicht sehr viel verändert daran. Ja. Das heißt, wir haben drei Parteien, die möglicherweise mit denen eine Regierung bilden können. Und keine dieser Parteien ist besonders erpicht, mit denen eine Regierung zu bilden. Ja. Die Grünen haben in diesen sauren Apfel hineingebissen und haben sich wahrscheinlich erwartet, dass es ein wenig besser läuft, als es jetzt läuft. Also, dass sie nicht so dauernd vorgeführt werden und auf der anderen Seite ein bisschen mehr von ihren eigenen Dingen durchbringen. Also, dass sie nicht so vollständig das Gesicht verlieren, wie sie es jetzt tun. Also nehme ich an, dass diese Erwartungshaltung, die sie hatten, schon noch ein bisschen negativ übertroffen worden ist. Das glaube ich schon. Ja? Nur, was tust du? Du kannst natürlich rausgehen und sagen, wir haben Neuwahlen, die Neuwahlen werden nicht dramatisch was ändern. Du kannst rausgehen und sagen, ja, sollen die Sozialdemokraten mit denen regieren oder der Herr Kickl, viel Spaß dabei. Klar können sie das machen. Eine besonders tolle strategische Option ist es, glaube ich, nicht im Moment. Aber da sind die Grünen weder besser noch schlechter da als alle anderen, die sozusagen gewissermaßen in mitregierender Opposition, in dem Fall in Opposition, zur Kurzpartie sind. Ja? Naja, aber wenn die Grünen so weitermachen, dann wird der Herr Kogler, der die Grünen jetzt wieder ins Parlament geführt hat bei der letzten Wahl, die Grünen glorios wieder aus dem Parlament führen, fürchte ich. Weil die Umfragen, das wird man sehen, werden dramatisch stürzen. Wobei, Robert, ist das nicht ein Punkt? Ich sage jetzt dazu, wir haben keinen Grünen hier sitzen, deswegen sage ich das, was man mir immer antwortet von grüner Seite, wenn ich genau diese Fragen stelle. Da wird man sagen, wir haben ja sehr viel weitergebracht aus grüner Sicht und das 1-2-3-Ticket ja, und was man nicht alles verhindert hätte. Aber ist das nicht ein Punkt? Und der Andreas Mölzer kennt das ja aus der FPÖ, dass man dann tatsächlich auch bei Wahlen die Rechnung kassiert kriegt. Also ist das jetzt nicht irgendwie so eine No-Win-Situation für die Grünen gerade? Ja, das könnte man so annehmen. Wie soll ich sagen, das Gefühl geht in diese Richtung und die Umfragen komischerweise nicht. Ja? Ich glaube, dass es da schon einen kleinen Unterschied gibt zwischen diesen, sagen wir mal, links-grünen, urbanen, auch sehr stark vernehmbaren Stimmen, ja, und der großen Breite der grünen Wählerschaft, die ja relativ stabil bei diesen 10% liegt. Ich glaube, dass es da sozusagen schon bei den grünen Wählern
sicher eine gewisse Ernüchterung gibt oder Wut, dass man da jetzt dauernd mitmacht bei diesen Kinderabschiebungen und bei diesem ostentativen Menschenfeindlichkeit. Ja. Jetzt, ich meine, wir reden ja jetzt immerhin, der Anlassfall ist Afghanistan. Menschen bringen sich in Sicherheit, kommen aus ihrem Land nicht mehr raus. Die ganze Welt hofft, dass so viele Menschen wie möglich, die sozusagen vom Terror verfolgt sind, sich retten können. Und die österreichische Regierung und der Bundeskanzler und der Innenminister stellen sich hin und sagen, na, wir helfen niemand. Ja? Also kein einziger werden wir freiwillig helfen. Ja? Das ist ja keine Haltung eines Landes wie Österreichs. Also dass du da sozusagen eine Stimmung innerhalb der grünen Wählerschaft hast, die das arg findet, ist das eine. Dass aber innerhalb der grünen Wählerschaft auch ein bisschen das Gewicht der ökologischen Themen stärker ist als die menschenrechtlichen Themen oder sagen wir mal mehr als unter den wichtigen Kommentatoren, soll man auch nicht vergessen. Also dass Teile der grünen Wählerschaft oder ein Großteil der grünen Wählerschaft die Grünen wegen ihrer Unique Selling Proposition, nämlich ihrer ökologischen und ihrer klimapolitischen Haltung wählen. Und ein Argument, das ich von den Grünen immer wieder höre und nicht nur ich, ist, naja, wenn wir aus der Koalition rausgehen würden, dann würde ja erst recht türkisblau kommen und dann wäre alles noch viel, viel schlimmer. Also da kann ich die Grünen beruhigen. Jetzt unter Herbert Kickl wird es also so schnell keine türkisblaue Koalition geben. Ich glaube, das wird der Herbert Kickl, der ja heute auch im Sommergespräch ist, auch deutlich machen. Mhm. Aber ist das nicht ein Argument, das der Robert Miesig vorher auch gebracht hat? Was sollen denn die Grünen machen? Jetzt einfach die Koalition platzen lassen? Auch das haben sie mit der FPÖ erlebt. Sie wissen genau, dann wird es heißen, naja, nicht regierungsfähig, nicht ich weiß nicht was. Naja, sie sind zwischen Skylla und Charybdis. Ne? Wenn sie, entweder verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit oder sie verlieren die Wähler. Ne? Also diese beiden, das ist eine Lose-Lose-Situation, in der sie sind. Das ist eine Tatsache. Mein Mitleid hält sich in überschaubaren Grenzen. Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, Robert, dieses wir nehmen keinen auf. Aber wen würdest du da aufnehmen? Erstmal, es ist ja auch eine Frage der politischen Kommunikation zunächst. Also wenn in einem Land wie Afghanistan etwas derartig Schreckliches passiert, dass die Terrorherrschaft der Taliban sich wieder dort quasi festsetzt, ja, und man eh die Bilder hat, die Menschen kommen gar nicht raus, ja? Weder an den Grenzen noch an den Flughäfen. Ja? Ist ja nicht so einfach, aus Afghanistan da rauszukommen unter den jetzigen Bedingungen. Da ist doch die erste Reaktion nicht zu sagen, wir nehmen 10.000, 20.000, 5.000Menschen auf oder 300 und sozusagen dann sagen wir auch noch, wie viel Prozent davon Frauen und wie viele Kinder sein müssen. Das wissen wir jetzt auch nicht. Ja? Also sozusagen, da ist die erste Reaktion, man muss allen so stark wie möglich helfen, die jetzt daran beteiligt sind, die Menschen da rauszubringen. Das sind die Deutschen, die Luftbrücken machen, das sind die Amerikaner, die Luftbrücken machen und ihre Ortskräfte, was heißt Ortskräfte? Das ist auch so ein blöder Ausdruck. Ja. Das sind Afghanen, die gemeinsam mit den westlichen Alliierten versucht haben, ein demokratisches, rechtsstaatliches Afghanistan aufzubauen. Da geht es um Richterinnen, da geht es um Journalisten und Journalistinnen. Ja. Da geht es um, natürlich besonders bedroht die Frauen, die sich da exponiert haben, in der Justiz zum Beispiel und in den Medien. Aber genauso bedroht sind junge Männer, bei denen jetzt sozusagen quasi die Taliban vor der Tür stehen, bei den Familien und sagen, aus jeder Familie muss einer bei den Taliban kämpfen. Natürlich versucht jeder von denen so schnell wie möglich wegzukommen. Ja? Völlig klar sind diese Menschen bedroht und da kann man jetzt nicht sagen, was weiß ich, wie die Auswahl sein soll, ja, und wie viel, welcher Prozentsatz sein wird, ja. Es werden ja eh nicht so viele sein, weil erstens mal Afghanistan ist nicht so nah wie Syrien. Und sozusagen, wie wir sehen, ist es ja gar nicht so einfach, da rauszukommen. Das ist ja jetzt im Moment das Problem. Nicht böse sein, Herr Miesig, aber das ist jetzt gut Menschengeschwätz gewesen. Gell? Schauen Sie, Österreich hat so viel getan für afghanische Flüchtlinge. Moment, lassen Sie mich einmal ausreden. Ich fasse mich ja kürzer als Sie. Österreich hat fast 50.000 Afghanen im Lande, Flüchtlinge prozentuell nach Schweden, also wirklich die weitaus größte Community in Europa. Das ist das eine. Das andere, diese Leute, die also da für die westlichen Kräfte gearbeitet haben, die bedroht sind, dass man die herausholt oder auch andere, ist schon richtig. Aber man muss einmal eines klarstellen. Die
EU hat in war kein Akteur in Afghanistan. Die hat allenfalls ein paar Hilfsorganisationen und Finanzierung gehabt. Es war die NATO und die Amerikaner. Und die NATO-Staaten, ne? Wenn die Bundesrepublik eine Luftbrücke macht, dann als NATO-Staat hat sie Verantwortung, wir nicht. Ne? Und man kann also, man muss keine übermäßigen Sympathien für den Innenminister Karl Nehammer haben, um zu sagen, dass er in dem Fall recht hat. Wir haben 50.000 da, deren Integration schwierig genug ist. Das wissen wir aufgrund der Kriminalstatistik und der Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate. Und wir haben keine Veranlassung, da was zu machen. Dass man Hilfe leisten wird im Rahmen der internationalen Gemeinschaft, nämlich Hilfe vor Ort, dass man Flüchtlingslager, wenn es welche gibt, in Tadschikistan und Usbekistan und wie sie alle heißen, die Staaten, das ist ja klar. Aber zu sagen, wir holen jetzt noch welche, wo man nicht weiß, wie viel sind Schläfer dabei, wie viel sind Leute, die also was weiß ich, alles Mögliche, das muss nicht sein. Und wissen Sie was, es gibt wirklich so paradoxe Situationen. Wenn ich höre, es sind Österreicher noch in Kabul, die wir rausholen müssen, Österreicher natürlich mit afghanischen Wurzeln, die hier das Asyl haben oder sogar schon die Staatsbürgerschaft, die auf Urlaub in Afghanistan sind. Ja, was ist denn das für verrückte Welt? Leute, die flüchten, weil sie angeblich so bedroht sind, dann auf Urlaub sind und dann mit einem österreichischen Pass von uns herausgeholt werden können. Das ist eine irre Welt. Und da hat der Innenminister und der Bundeskanzler recht. Kein Mensch in Österreich versteht es, warum wir da eine humanitäre Verpflichtung hätten, die drüber hinausgeht, über die Integration und Betreuung dieser fast 50.000 Afghanen, die wir schon haben. Robert? Also sozusagen, wenn Sie, ich weiß ja nicht, wie man das dann nennen soll, was Sie gerade abgezogen haben, Bösmenschengeschwätz, wenn Sie meines Gutmenschengeschwätz nennen, ja, es ist natürlich, ohne Zweifel ist es so, dass Österreich gut gefahren ist in den letzten 60, 70 Jahren, wo es von der Haltung einer Gutmenschlichkeit regiert worden ist, wo die Haltung war während der verschiedenen Krisen, der Ungarn-Krise, der DDR-Krise, wo man nicht gesagt hat, arme Menschen, die über unsere Grenzen sich auf alle Viere drüber klettern, denen treten wir auch noch an der Grenze ins Gesicht, damit sie nicht drüber kommen. Ja, das war eine gutmenschliche Reaktion in der Situation und das war, damit ist Österreich immer gut gefahren. Da konnte man auch stolz sein, da musste man nicht sich schämen für das Land. Heute muss man sich schämen, wenn man einen Bundeskanzler Sebastian Kurz hat und einen Innenminister Karl Nehammer, die sich hinstellen und sagen, sie sind schockiert, dass die Europäische Union Menschen helfen will. Ja? Da bin ich eher schockiert, wenn sich Leute hinstellen und sagen, dass man Menschen nicht helfen will. Und ich bin insbesondere schockiert, dass Sie glauben, Sie müssen hier jetzt auch noch dem Sebastian Kurz und dem Karl Nehammer die Mauer machen. Aber das ist Ihre Entscheidung, das zu tun. Ich halte es nicht weder für wahnsinnig menschlich, schon gar nicht gutmenschlich, aber auch nicht für politisch vernünftig. Die ÖVP wird sie immer versuchen, rechts zu überholen und die wird es immer besser kennen, als ihre Versuche, da noch weiter rechts zu sein als die ÖVP. Herr Misik, schauen Sie, ich bin in der Lage, auch einem politischen Gegner, den ich als Gegner sehe, wie die ÖVP, die türkise ÖVP, dort, wo sie Recht hat, einmal Recht zu geben. Ich muss nicht alles kritisieren, was die sagen, nur weil es politisch Andersdenkende sind. Das zu dem. Zum anderen, es ist halt so, dass ein Riesenunterschied besteht zwischen einer Krise oder Flüchtlingen aus einem Nachbarland, aus dem kulturell ähnlichen Bereich, aus Ungarn, was Sie genannt haben, oder aus der DDR, oder auch noch von mir aus Bosnien, aus dem Westbalkan. Flüchtlinge, die die halbe Welt durchqueren müssen, um nach Österreich und Deutschland zu kommen, um sich hier das bequemste Asyl auszusuchen, das ist doch eine irre Geschichte. Und wenn die EU, der EU-Kommissar, der Herr Borrell, den ich kenne als ehemaligen Parlamentspräsidenten, von sehr mäßigem Verstand, jetzt von geregelten Fluchtwegen, die man denen aufmachen müsse, redet. Er meint dann natürlich nur die Mitarbeiter, die also für die EU da gearbeitet haben. In Wirklichkeit ist das ein Signal natürlich an alle, das dort so aufgenommen wird. Dann ist das natürlich ein absolut falsches Signal. Und wie gesagt, ich habe wirklich keine Sympathie für den Herrn Nehammer. Nur da hat er recht. Und das werde ich mir sagen trauen. Ne? Ja, schauen Sie, weil Sie davon sprechen, alle anderen Flüchtlinge, die gekommen sind, die hätten sie mit offenen Armen aufgenommen, aber die halt jetzt nicht, weil die sind von einem anderen kulturellen Hintergrund. Ich will Sie nur daran erinnern, ja, Sie hätten keinen von denen mit offenen Armen aufgenommen. Und gerade weil Sie die bosnischen Flüchtlinge angesprochen haben, Ihre Partei hat, wie die bosnischen Flüchtlinge gekommen sind, ein Anti-Ausländer-Volksbegehren initiiert gegen die bosnischen Flüchtlinge. Und jetzt, 25 Jahre später, sagen Sie, naja, die sind ja näher, die sind uns ja kulturell so viel näher, bei denen sind wir schon hilfsbereit, aber doch nicht bei den Afghanen. Geht bitte, hören Sie mal auf mit diesem Quatsch. Ich sage nur,
In einem haben Sie ja sozusagen recht. Ja? Natürlich gibt es immer eine pragmatische Seite dieser Geschichte. Die pragmatische Seite dieser Geschichte ist natürlich, natürlich hat Österreich schon mal 40.000 Afghaninnen und Afghaninnen aufgenommen, von denen die haben eine hohe, zumindest im Vergleich zu anderen Populationen, hohe Kriminalitätsrate. Hoch heißt in diesem Fall, 10% sind mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das heißt, 90% sind nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Das soll man auch mal dazu sagen, ja, damit man sozusagen die Dimension klar rückt. 90% sind ganz anständige Leute, 10% haben ein Problem. Ja? Stimme ich Ihnen zu, und das ist mehr, als wir mit der vergleichbaren Population, also jungen Männern von Österreichern haben, wo nur 2,5% ein Problem mit der Kriminalität haben. Es ist völlig klar, es gibt ein Problem, nur wegen dieser 10%, ja, zu sagen, man hilft Journalistinnen, Künstlerinnen nicht, man hilft Rechtsanwältinnen, Richterinnen nicht, diejenigen, die vor den Taliban davonrennen, das ist doch vollkommen absurd. Pragmatisch wird es eh so sein, dass in Österreich nicht sehr viel mehr als 300, 400 unterkommen werden. Ja? Weil pragmatisch wird es so sein, dass nicht sehr viel hierher kommen werden. Also generell in unserer Region, und die meisten werden dann eher in Deutschland oder in den USA landen. Und wenn dann 300 zu uns kommen, ist eh schon viel. Es gibt nicht nur eine pragmatische Dimension, es gibt eine rechtliche. Schon einmal gehört, es gibt das EU-Recht, es gibt auch das österreichische Recht. Und wenn Leute illegal über Schlepper ins Land kommen, dann verstoßen sie gegen österreichisches Recht und sie verstoßen auch gegen EU-Recht, weil da müssten sie das Asylansuchen im ersten EU-Land machen. Das wissen sie alles ganz genau. Nur sie ignorieren diese rechtliche Dimension. So, als gäbe es kein Recht für diese Leute. Und das gibt es aber sehr wohl, glauben Sie mir das. Herr Mölz, ich hätte aber da jetzt noch eine Nachfrage, weil Sie gesagt haben zum Nehammer und zum Kanzler Kurz, dass Sie, wenn die was richtig machen, warum sollten Sie Gegner kritisieren? Aber gleichzeitig, wozu braucht man die FPÖ dann eigentlich noch? Weil eigentlich hat die ÖVP jetzt genau diese Linie besetzt. Sie haben völlig recht. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, die sich ja gar nicht an mich richtet, sondern an den Herbert Kickl, der zur gleichen oder ähnlichen Sendezeit heute wahrscheinlich dazu auch befragt werden wird. Und auf der einen Seite weiß ich, dass er die Größe haben wird, zu sagen, das ist richtig, was die sagen zum Teil. Auf der anderen Seite wird er mit Recht auch darauf hinweisen, dass da halt viel Show ist, viel Inszenierung und viel rein Deklaratorisches von der türkisen Seite. Ne? Weil man ja weiß, die haben also mit diesem Thema die Wahlen für sich entschieden und sind auch deswegen in den Umfragen relativ gut. Und er wird natürlich auch zu Recht darauf hinweisen, dass es zum Beispiel gar keine Abschiebungen nach Afghanistan gibt in den letzten Monaten, ne? Obwohl groß darüber geredet wird. Ne? Und dass man sehen wird, ob die Balkanroute wirklich geschlossen bleibt, wo der Herr Kurz so viel Wert drauf legt, dass er sie geschlossen hat. Also ich glaube, der Unterschied zwischen den türkisen Worten und der freiheitlichen Haltung besteht darin, dass die Freiheitlichen das ernst meinen, was die Türkisen halt in erster Linie zu Inszenierungszwecken sagen. Mhm. Robert, da hätte ich dann noch eine Frage an dich. Dann schalten wir in eine kurze Werbepause. Geht's ihr, und mit ihr meine ich jetzt Rot und Grün, teilweise der ÖVP nicht auch ein bisschen auf den Leim, weil diese ganze Aufregung ist natürlich auch etwas, das die ÖVP als Hardliner in der Richtung positioniert und gegen die FPÖ abdeckt? Ja, aber das ist mir doch, also ich mag schon sein, aber was soll man denn da machen? Ja? Soll man da hergehen und sagen, okay, ich rede nicht mehr über Menschenrechte, oder ich bin auch dafür, dass man Flüchtenden, die sich gerade noch auf alle Viere über die Grenze schleppen, ins Gesicht tritt? Übrigens werden wir da nie so gut sein. Selbst wenn wir das machen würden, zu sagen, okay, wir müssen uns dieser Stimmung anpassen, sind wir auch ein bisschen dreckig, ja. So dreckig wie die werden wir nie schaffen. Ein Sozialist, ein Mensch und eine Sozialistin, Menschen, die sozusagen auf das Gute hoffen, ja, die Gesellschaft besser machen werden, ja, wollen, ja, und die darauf vertrauen, dass die Menschen selbst alle, ja, die Möglichkeit haben, ein besseres, ein emanzipierteres Leben zu führen, ja, die werden nie schaffen,
arme Leute, die sich über die Grenze schleppen, ins Gesicht treten, damit die noch schnell umkugeln über die Grenze. Ja? Da wären die andere Seite, die FPÖ, wie wir gerade gehört haben, und die ÖVP immer besser als Sozialisten sein. Also hat man eh keine Möglichkeit. Ja, natürlich kann man ein bisschen pragmatischer sein oder ein bisschen mehr spin-doktorhaft und sagen, wir sagen jetzt dazu nichts, drei Wochen. Bundesparteivorsitzende der SPÖ versucht das eh, glaube ich, gerade circa so zu machen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es wurscht. Ja? Du musst die Auseinandersetzung um diese Fragen führen. Ja? Du kannst sie nicht wegducken. Du kannst nicht sagen, wir haben ein Klima der Verhetzung und der Egozentrik, wo alle nur mehr an sich selber denken und ihre Mauern um sich herum bauen wollen. Und in diesem Klima der Egozentrik versuchen wir uns an die Mehrheit zu schwindeln ja? und zu kriechen. Ja? In so einer Situation hast du die Auseinandersetzung zu führen und zu schauen, dass du mit deinen Argumenten gewinnst. Herr Misik, die einen sind menschlich, die Linken, ihrer Diktion auch, die anderen sind dreckig. Das lasse ich mal so stehen. Ja. Also einigen, sie sind ja unbenommen, anders zu agieren. Einigen wir uns jetzt einmal darauf, dass heute auch aus der SPÖ Burgenland irgendwelche Kommentare kamen, dass der Innenminister Karl Nehammer sei sogar zu links, weil nach wie vor zu viele Flüchtlinge nach Österreich kommen. Also die Welt ist mitunter kompliziert. Wir schalten in eine kurze Werbepause und dann werden wir über das nächste emotionale Thema weiterreden. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. Willkommen zurück zu unserem Duell Andreas Mölzer gegen Robert Miesig und vice versa. Hallo Andreas Mölzer und hallo Robert Miesig, der uns zugeschaltet ist. Ihr wart schon, da hat man jetzt wirklich endlich einmal gemerkt, das ist ein Streitgespräch und da liegen Welten dazwischen. Ich möchte jetzt zu einem anderen Thema kommen und das ist unsere Impfquote. Da habe ich mir auf Our World in Data die Impfquote nach westlichen europäischen Staaten angeschaut und dem Rest. Und unter den westeuropäischen Staaten liegt Österreich gerade klar an letzter Stelle. Zweitschlechtester ist Deutschland. Wie gibt's das? Wie gibt es das, dass Portugal eine Impfquote von 80% hat, Spanien von bald 80% und wir bei 60% liegen? Es scheint mir, dass man doch diese Impfquote immer in der Relation auch zur Quote der Infektionen bzw. der Hospitalisierung und der Intensivstationbelegung sehen müsste. Und da ist es scheinbar doch so, dass in Österreich und in Deutschland, die ja da offenbar Schlusslichter bilden, knapp zwar, muss man sagen, aber doch, dass das halt irgendwo noch immer nicht als so gefährlich gesehen wird, beziehungsweise dass auch die Propaganda beziehungsweise die Werbung für die Impfung, die schon massiv ist in Österreich. Es gibt ja kein Medium, das nicht dafür wirbt und die Regierung und in Deutschland ja auch, bis hin zu Drohungen mit indirektem Impfzwang über die 1G-Regelung, die ins Haus steht, dass das nicht greift offenbar oder zumindest bei einem guten Drittel der Menschen, die sich eben nicht impfen lassen wollen, aus irgendeinem Grund nicht greift. Vielleicht sogar so etwas wie eine Gegenreaktion hervorruft, dass die Leute sagen, jetzt erst recht, nicht, ich will mich nicht überreden lassen, bequatschen lassen oder erpressen lassen. Ich weiß es auch nicht. Es ist jedenfalls der Anstieg der Infektionen und natürlich auch der noch immer nicht so bedrohliche, aber doch vorhandene Anstieg in den Krankenhäusern und Intensivstationen schon bedrückend. Ich bin auch ratlos, muss ich ein bisschen sagen. Und ich weiß nicht, ob es meinen Freunden in der FPÖ da anders geht. Ich kann es nicht sagen, was man da wirklich machen soll. Ne? In Italien soll jetzt ein Impfzwang angedacht werden. Ja. Ne? Oder Impfpflicht, Zwangpflicht. Ne? Naja, ist der Zwang Unterschied? Würde bedeuten, mit Handschellen, meinen Sie? Mit Polizei. Ja, Pflicht kommt das Gleiche raus. Ne? Auf jeden Fall ist das, ich weiß auch nicht, wohin das führen wird. Ne? Jetzt sind wir erst Ende August, der Herbst steht also noch erst in einem Monat ins Haus. Wie wird das werden, der Winter? Ich bin ein bisschen ratlos und manchmal wird man schon fast ein bisschen verzweifelt. Ne? Wann endet das ganze Fiasko? Robert, wie erklärst du dir das, dass da Österreich und teils auch Deutschland so das Schlusslicht sind und dass zum Beispiel südeuropäische Länder eine so viel höhere Impfquote haben, weil da ist der Unterschied wirklich signifikant?
Also ich glaube, in dem einen gebe ich den Andreas Mölzer recht, es spielt sicher eine Rolle, je härter du von Corona getroffen worden bist als Gesellschaft, umso klarer ist, was für Bedrohung das ist und, umso weniger Platz ist hier für Corona-Leugner, die sagen, das ist nur eine Grippe. Ja? Weil sozusagen, wenn 60.000 Leute gestorben sind oder 200.000, dann ist das eine andere Situation als in Österreich und in Deutschland, wo man das so gut, relativ gut im Griff hatte. Es mag aber dann trotzdem auch eine Rolle spielt, dass man gewissermaßen hier, auch, hier schon auch politische Parteien und auch in Deutschland hat, wo sozusagen Parteivorsitzende halt einfach dahergehen und Gesundheitssprecher und sagen, wir lassen uns nicht impfen und ich werde mich nicht impfen lassen und es ist gut, mich nicht impfen zu lassen. Der Herbert Kickl, der jetzt gerade im ORF, oder wo ist er, im Puls 4 oder ORF, weiß ich jetzt nicht, ORF ist er jetzt, ne? Heute, wird wahrscheinlich wieder erklären, dass er sich nicht impfen lässt, weil er vertraut auf Bitterkräuter und auf Vitaminpräparate und außerdem, wenn man gesund ist, kann man nicht krank werden, was ja eine ziemlich absurde Haltung wird, ist, das spielt sicher auch eine Rolle, das hat man in Deutschland auch, aber du hast es in anderen Ländern auch, aber offensichtlich greift es in diesen Ländern nicht so. Und das Dritte ist, was mir schon ein bisschen generell nochmal Sorgen macht, ist wahrscheinlich, dass es eine Folge auch davon ist, dass in unseren Ländern, also Deutschland und Österreich, du sehr stark auch in der Geschichte gegen aufklärerische Strömungen hattest. Manche waren auch sympathische, wenn man so will, die romantische Strömung, die aber gegen die Wissenschafts, gegen die Wissenschaftsseite der Aufklärung, wenn man so will, wie sie in Frankreich dominant hat, war so dieses Deutsche und dieses Gefühlhafte, ja, und die ganze Esoterik-Bewegung, die es bei uns immer stark gegeben hat, die ist ja auch ein bisschen eine Folge der deutschen Romantik, wenn man da jetzt ganz versimpeln will, ja, aber ganz falsch ist es nicht, das sozusagen. Das hat es natürlich auch überall gegeben, ja, du hast es gegen aufklärerische Tendenzen in Italien genauso gehabt, sogar in Frankreich, wenngleich sie dort nie so stark waren, aber offensichtlich hat es tiefere Wurzeln hier, auch im allgemeinen Alltagsbewusstsein sozusagen geschlagen. Und das wirkt sich auch an solchen Stellen aus. Ja, es ist ja jetzt keine Riesengeschichte, die Differenz von 10% circa zwischen 60% und 70%, aber es ist schon ein bedeutender Unterschied. Wir reden aber von 80. Portugal und Spanien haben 80%. Das heißt, das sind hohe Werte. Ich möchte nur einen Punkt dazu noch sagen, weil Ihre beide These mit den Intensivstationen, die ich ja durchaus nachvollziehen kann, aber Dänemark zum Beispiel, die ähnlich eher weniger Todesfälle als wir hatte, auch nie überlastete Intensivstationen, schafft eine Impfquote von 75%. Mhm. Und dort sagt man halt, dass die Health Literacy, das heißt die Bildung bezüglich Gesundheitswesen, sehr, sehr hoch ausgeprägt ist. Also gibt es nicht doch auch andere Probleme bei uns? Naja, das kann ich schwer beurteilen, weil für alle Länder Europas bin ich nicht Experte. Allerdings verstehe ich was von der deutschen Romantik, da bin ich Experte. Und da muss ich Ihnen schon widersprechen, Herr Misik. Schauen Sie, auch im angeblich so rationalen Frankreich, ne, gibt es die größten Proteste dagegen und die lautstärksten Proteste auf der Straße gegen die Impfpflicht und gegen die Impfung im Moment. Ne. Und vielleicht ist es aber auch umgekehrt so, dass in Deutschland und in Österreich so ein bisschen eine eigenständige Haltung da ist, die sagt, wir lassen uns das nicht vom Staat diktieren. Zumindest bei einem Drittel der Bevölkerung, ist ja nicht die Mehrheit, es ist ja nur diese 35% oder tendenziell 40%, die sich noch nicht impfen haben lassen. Also man kann das, wenn man das dogmengeschichtlich einordnen will, sozusagen, was also irgendwo die nationale Mentalität der Menschen betrifft, auch anders sehen. Ich sehe es jetzt unideologisch, muss ich sagen, es geht ja wirklich in erster Linie darum, wie kommen wir gut über den Winter, wie überwinden wir das endlich, dass das Ganze eine Dimension hat, mit der man einfach leben kann, wie mit anderen Infektionskrankheiten. Um das geht es mir. Ne? Da hätte ich aber eine Nachfrage an Sie, dann auch an den Robert Misik, nämlich, dass man es unideologisch angeht. Es könnte nämlich sein, dass genau das Problem bei uns und in Deutschland ist, wenn man sieht, dass auch in den USA, dass du da eine extreme Spaltung im Impfverhalten hast, sogar von Bundesstaat zu Bundesstaat.
Ist es nicht ein Problem, dass man aus der Impfung, so wie davor aus den Masken, ein Politikum gemacht hat in unseren Graden und damit eben eine jetzt erst Rechthaltung gegen eine Impfung, die ja nichts Politisches ist? Naja, das mag schon sein, dass sich das irgendwo ein bisschen unglückselig entwickelt hat, indem die Regierung sagt, man soll, man muss, ne? Und die Opposition als Reflex drauf sagt, nein, man muss nicht und wir vertreten jetzt die, die nicht wollen und die nicht den Regierungsvorschlägen folgen wollen. Das mag sein, ne? Weil, wie Sie sagen, es ist ja an sich ein medizinisches Problem und kein ideologisches, ne? Das ist eh klar, aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, es ist die Pflicht auch der Opposition, jene Menschen zu vertreten und jene Meinungen zu artikulieren, die eben gegen die Regierungsmeinung sind. Das ist auch, und dann gibt es wahrscheinlich die opportunistische Versuchung, dass man sagt, na, auch Stimmen, ne, generieren wir über sowas. Das mag sein. Ne. Eine Opposition, die ja nicht reflexartig dagegen ist, ist die SPÖ, Robert. Du hast es eh schon in deiner ersten Antwort angesprochen. Du bist ja jetzt auch gerade in Deutschland. Wie durchbricht man das, dass plötzlich eine Impfung dermaßen politisch und sogar parteipolitisch aufgeladen ist? Naja, ich meine, erstens mal sozusagen, ich sehe es nicht als Pflicht an der Opposition, unvernünftige Positionen zu repräsentieren. Das ist schon kontrovers, ne? Ja, aber Entschuldigung, sozusagen, es ist ja auch, Sie haben durchaus recht, ja, die Pharmaindustrie ist profitorientiert und ist auch nicht sozusagen die gutmenschlichste Industrie, aber deswegen gehe ich auch nicht her und sage, wenn ich Krebs habe, ich nehme kein Krebsmittel von der Pharmaindustrie, weil die ist nur profitorientiert. Ja? Also da verstehen ja die Menschen sehr wohl, glaube ich, in so einem Fall gewissermaßen die Vernunft hochzuhalten und zu sagen, ja, sie ist schon profitorientiert, aber das Krebsmittel bin ich trotzdem froh, dass es gibt. Ja? Und diese vernünftige Haltung könnte man ja auch in diesem Fall an den Tag legen. Und dann brauche ich ja überhaupt keine Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition, um so etwas so was Vernünftiges wie Impfung. Ja? Also ich sehe nicht, dass das unbedingt ein Thema davon sein muss. Grundsätzlich glaube ich ja eh, dass wir es wieder hochkriegen werden, weil es gibt ja sozusagen meiner Meinung nach nicht zwei Lager, sondern drei Lager. Ja? Es gibt das eine Lager derjenigen, die gesagt haben, ich lasse mich sofort impfen, so schnell wie möglich, damit ich das hinter mir habe. Das sind diese 2/3, die jetzt geimpft sind oder 60%, die geimpft sind. Ja? Dann hast du das kleine Lager der ideologischen Impfgegner, die sagen, ich werde mich nie impfen lassen, weil man stirbt innerhalb von 48 Stunden und was weiß ich was alles. Ja? Und dann gibt es dazwischen Leute, die sind wurschtig ein bisschen, die haben sich ein bisschen Zeit lassen, die haben sich vielleicht auch angeschaut, weil man weiß ja nicht so genau. Man hat ihnen gesagt, spätestens innerhalb von 8 Wochen sind alle Geimpften verstorben. Jetzt haben sie sich angeschaut, es leben immer noch praktisch alle der Geimpften und die Ungeimpften sind eher gefährdet zu versterben. Da wird natürlich ein gewisser Teil dieser Menschen, aus den verschiedensten Gründen übrigens, weil sie sehen, dass es nicht gefährlich ist oder dass die Krankheit sehr viel gefährlicher ist als die Impfung, es machen werden, aber auch aus Bequemlichkeit. Viele liest man ja jetzt auch und hört man ja auch, wenn man sich anschaut, wer jetzt in den Impfzentren ansteht. Das sind alles Leute, die sagen, die Tests, das geht mir schon auf die Nerven, es ist mir zu mühsam, es ist zu unbequem, es dreimal in der Woche zu machen, lasse ich mich halt jetzt wirklich impfen, jetzt reicht's mir. Und das sind verschiedene Haltungen, verschiedene Gründe, inklusive, glaube ich, der vierten Welle, die wir jetzt haben werden, die eine Welle unter den Ungeimpften sein wird. Das wird alles dazu beitragen, dass sich ja noch mehr Leute impfen werden. Sie auch aus Kärnten kommen und wenn man sich die Gemeinden genauer anschaut, sieht man in Oberösterreich, in Kärnten, extreme Probleme beim Impfen. Also da gibt es Gemeinden, die kommen auf 70%, aber manche, die kommen nicht einmal auf 40%. Sind Sie da auch so optimistisch wie der Robert Miesig, dass ja, jetzt eher, im Herbst eher noch ratlos. Ich bin eher ratlos. Ne? Weil auf der einen Seite verspürt man zunehmend auch Druck und Zwang, ne? Wenn es heißt, na, es wird über kurz oder lang nur mehr der Geimpfte in die Gastronomie gehen können, vor der Nachtgastronomie rede ich gar nicht. Ne? Und. Also das ist
ist auf der einen Seite ein Druck. Auf der anderen Seite, wo ist die Alternative? Die sehe ich auch nicht. Ne? Und das mit den 48 Stunden sterben in 48, das stimmt nicht. Das heißt, sterben innerhalb von 5 Jahren. Das ist ja viel blöder, weil nach 48 Stunden wüsste ich es wenigstens. Ne? Aber in 5 Jahren, das ist ein bisschen ein bedrohliches Szenario. Aber ja, den vielen Blödsinn, den man auch liest im Internet, will ich da gar nicht ins Treffen führen. Ne? Aber es ist eine gewisse Ratlosigkeit schon da. Und es mag sein, dass manchen wurscht ist, die nur aus pragmatischen Gründen, damit sie nicht lästigerweise testen gehen müssen, das machen. Aber es ist schon so, dass noch immer große Unsicherheit da ist. Weil, Herr Miesig, das wollen wir nicht vergessen. Es sind natürlich die normalen Testläufe für so ein medikamentöses oder Impfverfahren nicht eingehalten worden und. Und das schafft eben noch immer Unsicherheit. Und das muss man auch verstehen. Ich bedauere es wahnsinnig, dass diese Geschichte nicht ausläuft ohne diese Varianten und dass es notwendig ist, offenbar, oder dass die Regierenden es für notwendig sehen, auch die Medien, da doch indirekten Druck aufzubauen. Ich weiß aber auch nicht, was man sonst machen sollte, muss ich gestehen. Zum Abschluss, Robert, wüsstest du noch irgendeine Möglichkeit, die man machen kann? Es ist nämlich jetzt auch ein Staatssekretär in Italien rausgegangen. Die haben knapp 70%, also mehr als wir. Und der hat gesagt, wenn wir die 80% nicht freiwillig schaffen, dann wird es eine Impfpflicht geben. Das heißt, man merkt, mehrere Staaten sind selbst bei höheren Impfquoten einfach sehr ratlos, wie man das noch steigern kann, weil Delta einfach eine höhere Impfquote erfordert. Ja, ich meine, ich bin auch ratlos in dem Sinne, wenn ich wüsste, das ist genau die Maßnahme, die wir setzen müssen und dann ist alles gut. Wenn ich die hätte, würde ich sie irgendwie teuer verkaufen, ja, dann wäre ich reich. Ja. Die habe ich natürlich auch nicht. Ja. Und ich bin auch sehr ähnlich wie Andreas Mölzer in dem Fall der Meinung, dass man Menschen nicht zu etwas zwingen soll, was sie nicht wollen. Ja? Also von Impfzwang ist in dem Sinn, dass man Menschen gewissermaßen mit Gewalt impft, die sie nicht impfen lassen wollen. Davon ist eh keine Rede. Aber von Impfpflicht, dass man halt dann vielleicht sogar Strafe zahlen muss oder bestimmte Sachen nicht mehr tun kann, wenn man nicht geimpft hat, ist ja sozusagen das eher dann die Impfpflicht, das ist nicht Impfzwang. Da bin ich auch sehr, sehr skeptisch, das besonders arg zu machen, also im Sinne von Strafen dafür, ist schon schwierig. Ja? Zu sagen, dass jemand, der sich freiwillig nicht impft, dann auch bestimmte Sachen nicht machen kann, dass er dann nicht in die Disco gehen kann, das halte ich für problemlos. Aber das ist eine freiwillige Entscheidung. Ja? Die Leute entscheiden sich freiwillig, sich nicht impfen zu lassen, ist gleichzeitig eine freiwillige Entscheidung, nicht in die Disco zu gehen. Ich meine sozusagen zu sagen, ich will nur diese eine Sache und bei den allen anderen Sachen will ich mir die Rosinen rauspicken, so kann es natürlich auch nicht sein. Ja? Aber abgesehen von solchen Anreizsystemen, wenn man so will, oder Pflichtelementen, würde ich sagen, sollte man sich, solange es geht, zurückhalten. Das Problem ist nur, dass ja sich das mit dem solange es geht, ist ein großes Fragezeichen. Weil, wenn wir länger warten, haben wir die vierte Welle und dann haben wir irgendwann mal sogar eine Fluchtmutation von diesem Ding und es hilft nicht mehr die jetzt vorhandenen Impfstoffe. Dann haben wir im Jahr 2022 möglicherweise Corona-Ärger, als wir es bisher gehabt haben. Also das will man sich ja gar nicht vorstellen. Gut, dann bedanke ich mich Robert Miesig. Danke Andreas Mölzer. Versuchen wir es doch auch mit einem optimistischen Ausblick. Der dritte Impfbooster-Shot, der in Israel gerade an Ältere verabreicht wurde, zeigt eine extrem gute Wirkung, also genau in den vulnerabelsten Gruppen. Also da gehen die Hospitalisierungen extrem runter, was darauf hindeutet, dass die Impfung wirklich wirkt. Aber es gibt keine Impfpflicht bei uns. Jeder entscheidet selber, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Entscheiden Sie, wir gehen in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter.